Es gibt kein Unfälle, wenn man in Harmonie ist. Das ist eine Aussage meines Mentors Uwe Abrick. Er ist Arzt aus Berlin und Entwickler des Innerwiese Heilsystem, mit dem ich seit einigen Jahren begeistert arbeite. Mich hat dieser Satz so richtig aufhorchen lassen. Die Formulierung bestätigt meine leisten Ahnungen. Schon viele Jahre zuvor würde ich das Gefühl nicht los, dass ein Unfall nicht einfach nur Unglück oder blöder Zufall ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich das Drama im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz, im Haushalt oder bei Freizeitaktivitäten abspielt. In der Gesellschaft ist folgender Gedanke weit bereitet. Bei einem Unfall war man einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Oder auch diese hier. Wenn man kein Verursacher ist, kann man doch nicht dafür, dass man zufällig in einem Unfall verwickelt würde. Man hat einfach nur Pech gehabt. Für mich jedoch gibt es keine Zufälle. Und ich bin davon überzeugt, dass es einen Grund hat, warum man beispielsweise an einem Zusammenstoß beteiligt ist. Rationaldenker machen es sich gerne leicht, indem sie annehmen, es gäbe keinen Zusammenhang. Unbequemer Thema abgehackt, so einfach ist das. Kein Grübel und Erforschen mehr notwendig. In den breiten Öffentlichkeit gibt es überhaupt folgende Auffassung. Nach einem Unfall ist allein der Verursacher zur Verantwortung zu ziehen und zu bestrafen. Hinzu gesellt sich meist die Annahme, hätte der Verursacher zum Zeitpunkt anders reagiert, beispielsweise hätte er den Fehler nicht gemacht, wäre es nicht zu dem Unfall gekommen. Im kollektiven Unbewussten ist fest eingeprägt, wenn man die und das anders gemacht hätte, dann hätte man alles verhindern können. Für mich ist das pure Illusion, denn ich glaube, nicht passiert, was nicht passieren soll. So trage ich die Folgen für alle Beteiligten auch sein können, solange es nur Sachschäden gibt, ist alles nicht so schlimm. Problematisch und extrem bedauerlich wird es jedoch, wenn massive Verletzungen oder Todopfer zu beklagen sind. Fehlende Achtsamkeit, die eine folgenschwere Katastrophe herbeiführt, macht mich natürlich betroffen. Mit dem Opfer und deren Familienmitglieder fühle ich mich auch mit, und bei Medienberichten muss ich häufig wegschalten, weil ich das Drama kaum ertrage. Die Einleitung dieser Artikel könnte man auf Umformulierungen: Ein Unfall ist wie eine Krankheit immer Ausdruck von Disharmonie. Brichst du dir zum Beispiel deine Hand, stoßt dich unglücklich an eine scharfe Kante,
Schneide dich mit einem scharfen Messer oder Stück bei Jürgen, sodass du dir irgendetwas an deinem Körper prellt, dann bedeutet das, du bist an den verletzten Regionen nicht harmonie. Ist mehr als eine Person in einem Unfall beteiligt und ist man selbst nicht von Schuld betroffen, dann ist es gang und gäbe, den Unfallursacher für alles verantwortlich zu machen. So verhielt ich mich früher auch. Aber derjenige, der den Unfall verursachte, hat unbewusst eine unangenehme Aufgabe übernommen. Er macht dich auf deine innere Disharmonie aufmerksam. Gleichzeitig ist die Verwirklichung in einem Zusammenstoß aber auch ein Signal für ihn. Im Grunde kommen nach dem Gesetz der Resonanz immer die richtigen zusammen. Wer versucht, diese Gesinnung anzunehmen, öffnet sich später viel schneller für die Vergebung und bleibt nicht in der Schuldzuweisung stecken. Jemanden für einen Vorfall verantwortlich zu machen, fördert das Opferbewusstsein und verhindert in meinen Augen den Heilprozess, beispielsweise, dass wieder in Harmonie kommen. Mir ist natürlich klar, dass sehr oft unfassbare Leid bei Unfallopfer und seinen Angehörigen geschaffen wird. Hier möchte ich nicht verharmlosen. Jedoch meine ich, damit wieder Frieden entstehen kann, braucht es früher oder später eine Danke Unfallgegner, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, dass ich Disharmonie mit mir herumgetragen habe. Auf jeden Fall ist das ganze Thema heikel, da man Betroffene schnell mit seinen Einschätzungen beleidigen oder entsühnen kann und Veropfer, die nicht ganz heilig denken, sind in ihrem Leidenzustand nicht unbedingt offen für den Inhalt meiner Argumentation. Zudem gibt es gerade im spirituellen Bereich doch einige arrogante Zeitgenossen, die meinen, schon sehr weit in ihrer Entwicklung zu sein. Und sie merken häufig nicht, wie schnell sie verurteilen. Du bist halt selbst schuld an deinem Unfall, oder? Du hast einfach eine schlechte Karma und warst in deinem früheren Leben kein guter Mensch. Diese Formulierungen sind nicht gerade einfühlsam und bringen das Opfer nicht weiter. Um sich grabraubende Diskussionen zu ersparen, ist es besser, keine Urteile auszusprechen und lieber zu schweigen. Es sei denn, jemand möchte die Hintergrund erfahren und begibt sich zum Beispiel in die Hände einer energetischen Berater. Das hier ist die Erkenntnis, dass man die Verantwortung für das, was man in seinem Leben sieht, selbst trägt. Dasselbe gibt auch für Leute, die du angezogen hast, mit denen es Konflikt gibt. Der Mann, den du ablenkst, derjenige, der deine Knöpfe drückt, ist eigentlich ein wichtiger Helfer, der dir aufzeigt, was du in dir noch zu erlöschen und zu klären hast. Somit ist die Person, die dir Leid bereitet hat, eine Unterstützer in deinem Entwicklungsprozess. Übrigens gibt es viele spirituelle Autoren, die genau darüber schreiben. Disharmonie staut sich bei allen Menschen an. Sie sammeln sich mit der Zeit in bestimmten Regionen unserer Körper und will ja Mut sogar entweichen.
Warum? Weil es natürlich ist, mit einer Höherladung durch Leben zu gehen. In der Weise an weder wissen, was mit dem Begriff Ladung gemeint ist, sie niedrig zu halten, bewahr vor dem Unfall. Dazu wird es nächste Woche mehr Informationen geben. Ob du es glaubst oder nicht, dein Geist und deine Seele erschaffen sich einen Unfall wie eine Krankheit, damit dir etwas klar wird und angestaute Disharmonie entweichen kann. Eine Verletzung stoppt deine gewohnten Muster und Verhaltensweise. Meist dann, wenn du dich selber sei, längere sei völlig überfordert, dir du zu viel zu gemutet und dir lange keine Passivität oder Ruhezeiten zugestanden hat. Bedauerlicherweise sind diese Tatsache vor lauter Geschäftigkeit und alltäglichen Ablenkungen nicht wirklich bewusst. Es geht um die Bewusstwerdung, dass etwas in deinem Leben nicht stimmt. Im Grunde ist es ein Lernen durch Fühlen. Deshalb finde ich es äußerst wichtig, sich zu überlegen, wie es zu einem Unfall kommen könnte. Die wahren Hintergründe kann man sehr gut mit dem Armlangetest klären. Denn das Unterbewusstsein weiß alles, auch wenn der Verstand noch rasselt. Spätestens, wenn sich Verletzungen wiederholen, wird die Zeit zu forschen. Wer darauf achten, sich und seine Themen regelmäßig zu klären, wird keine Katastrophen im Außen benötigen. Fortsetzung folgt. Hören Sie dieses zweite Teil später.